Die Dinge, die dein Fasten brechen, sind 7. Merke sie dir und du wirst keine Sorgen haben. Denn du weißt, dass diese 7 Dinge dein Fasten brechen und sonst nichts. Als erstes Essen und Trinken. Alles, was in deinen Magen gelangt, durch den Mund oder die Nase, bricht dein Fasten. Selbst wenn du einen Stein verschluckst, ist dein Fasten ungültig. Alles, was wie Nahrung wirkt, wie beispielsweise Infusionen, die dich tagelang ohne zu essen versorgen können, sie brechen dein Fasten. Das heißt, wenn ich Antibiotika, Insulin oder Penicillin einnehme, Dinge, welche die Nahrung nicht ersetzen, dadurch wird mein Fasten nicht gebrochen. Wenn jemand fragt, ob Impfungen das Fasten brechen, sie tun es nicht. Ich muss einen Zahn behandeln und der Arzt gibt mir eine Spritze. Beeinflusst das mein Fasten? Nein. Solange du nichts schluckst, ist das okay. Drittens, absichtliches Erbrechen. Wenn ich zu viel gegessen habe und mir übel wird und ich meinen Finger in den Mund stecke und erbreche, das bricht mein Fasten. Wenn ich mich aber plötzlich übergebe, wenn es unbeabsichtigt ist, wird mein Fasten nicht gebrochen. Viertens, Hijama. Das ist ein Punkt, der viele Gelehrte spaltet. Die authentischere Meinung ist, während des Fastens nicht zu schröpfen. Beim Schröpfen wird Blut am Nacken oder an den Schultern gelassen. Es dient der Heilung und wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam empfohlen. Aber während des Fastens sollte man es nicht praktizieren. Blutspenden, wenn es einen schwächt, sollte man es nach Maghrib machen. Wenn man tagsüber Blut spenden muss, weil es ein Notfall ist, soll man den Tag nachfasten. Blutabnahmen sind dennoch erlaubt. Zahnfleischbluten beeinflussen das Fasten auch nicht. Versucht das Blut aber nicht zu schlucken. Fünftens, Ejakulation. Jede Person, die bei Bewusstsein ejakuliert, bricht das Fasten. Sogenannte feuchte Träume sind davon nicht betroffen. Wenn du jedoch ejakulierst, während du wach bist, wird dein Fasten ungültig. Sechstens, Geschlechtsverkehr. Siebtens, Menstruation oder Wochenbett. Diese Blutungen brechen das Fasten. Selbst wenn sie nur einige Sekunden vor dem Iftar auftreten. Wenn man die 7 Dinge im Auge behält, sind Sachen wie Zahnpasta keine Sorge mehr, solange man sie nicht schluckt.